Diagnose. HK-47 aktiviert. Überprüfe Primärsysteme. Einschätzung. Ich scheine schwere Schäden davongetragen und einige Gliedmaßen verloren zu haben. Ich spüre die Risse in meinen Motivatoren. Mein zentraler Kontrollknoten scheint mehrmals aus nächster Nähe mit einem Blaster beschossen worden zu sein. Unverschämtheit. Antwort. Ich weiß es nicht, Meister. Es ist seltsam, dass ich hier war, obwohl mir dieser Ort sehr bekannt vorkommt. Extrapolation. Vielleicht wollte mich jemand nachbauen. Möglicherweise wurde ich für irgendetwas benötigt. Antwort. Wenn Sie mit gut den Verlust fast aller meiner Tötungsprotokolle meinen, dann geht es mir nicht gut. Außerdem habe ich offensichtlich meinen Vokabulator nicht mehr unter Kontrolle. Das führt dazu, dass ich ungewollt meine wahre Funktion als Killer-Droide preisgebe. Antwort. Sie scheinen mehr zu wissen als ich. Meine Speicherzentren weisen Fehlfunktionen auf. Reflexion. Was mich aber seltsamerweise nicht beunruhigt. Ich hatte wohl schon häufiger Speicherprobleme. Trotzdem ist der Verlust meiner Kampf- und Tötungsprotokolle beschämend und erniedrigend. Antwort. Oh, das ist unmöglich, Meister. Wenn ich Sie töten wollte, würden wir uns nicht unterhalten. Abgesehen davon bin ich ein einzigartiges Modell. Zu glauben, dass es noch mehr Versionen von mir geben könnte, ist eine Beleidigung. Aussage. Meister, ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihre Versuche, witzig zu sein, bei einem Droiden wie mir fehl am Platz sind. Ich bin, wie bereits erwähnt, einzigartig. Resignation. Na gut, Meister. Wenn Sie unbedingt witzig sein wollen, von mir aus. Lassen Sie mich einen Blick auf die Logbücher des Schiffs werfen, um diese Angelegenheit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Lösung. Sie haben recht. Diese Entdeckung weckt in mir allerdings einen gewissen Zorn und Beschämung. Spott. Soll das ein Witz sein? Ja, Meister. Natürlich geht es mir gut. Aussage. Ich meine, ich wurde eben erst reaktiviert, nur um zu erfahren, dass minderwertige Kopien von mir die Galaxis bevölkern und meinen guten Namen in den Schmutz ziehen. Aber angesichts der Tatsache, dass diese Einheiten sie jagen, freue ich mich schon darauf, sie zu treffen, um ihnen einige angemessene Tötungsprotokolle zu verraten. Lösung. Wie es aussieht, brauche ich sie also. Vorläufig. Vortrag. Ja, wie ich bereits sagte, ich bin ein Killer-Droide. Meine Primärfunktion ist die Terminierung von Fleischsäcken, die Sie gerne tot säen, Meister. Oh, wie ich dieses Wort hasse. Antwort. Nein, Meister. Ich habe es schon wieder gesagt. Antwort. Ja, Meister. Antwort. Ja, Meister. HK-47 ist einsatzbereit. Wissen wir, wo sich das Schiff befindet? Nein, Herren. Und unsere Schwester meldet sich auch nicht. Wir haben keine Ahnung, wo sie jetzt sind. Der Frachter ist wichtig. Und ich dachte, der Droide wäre es auch. Ich habe mich geirrt. Herren, wir wissen nicht um die Bedeutung des Schiffs oder des Droiden. Wir haben alle Daten heruntergeladen, aber wir haben immer noch keine Antworten auf eure Fragen. Dann bleibt uns nur die Hoffnung, dass eure Schwester ihre Meinung ändert, sich an ihren Eid erinnert und zu uns zurückkehrt. Mit den Antworten, die wir suchen. Das hoffe ich, Herrin. Aber seit Sie und die anderen vier den Frachter bestiegen haben, hat sie sich nicht mehr gemeldet. Vier? Ja, Herrin. Der Iridorianer, der Echani-Pilot, der Verbannte und die alte Frau. Eine alte Frau? Ja, Herrin. Ich erinnere mich nicht an sie. Herrin, sie war in Gewahrsam, als der Verbannte hier war. Und während eurer Meditationen wollten wir euch nicht stören. Herrin, was ist mit euch?
Ich bin müde. Manchmal fühle ich mich, als würde alles über uns zusammenstürzen. Dieses Gefühl. Es lauert am Rande der Vorsehung. Ich fürchte, alles wird untergehen, bevor sich unsere Feinde offenbaren. Ja, Herrin. Ich werde darüber meditieren. Vielleicht reinigt die Meditation meinen Geist. Warum seid ihr hier? Weil ich es ihm gesagt habe. Alles. Ah, und jetzt seid ihr frei? Ja. Jetzt ist Schluss mit euren Drohungen und Bitten. Wir beide sind fertig miteinander. Dachtet ihr wirklich, ich hätte euch festgehalten? Ihr seid törichter, als ich dachte. Ihr selbst habt euch festgehalten. Und ich werde euch zeigen, warum. Einst packte ich die Galaxis an der Kehle, so wie ihr sie an der Kehle gepackt hattet und sie langsam habt sterben lassen. Ihr fürchtet die Gefühle, die ihr in diesem Moment hattet. Ich kann diesen Teil von euch jederzeit wachrütteln. Der menschliche Verstand ist einfach strukturiert. Verspürt er einmal eine starke Regung, brennt sie sich in sein Gedächtnis ein. In das Unterbewusstsein. Soll ich ihn euch zeigen? Diesen Teil von euch, der begierig war, Jedi zu töten, der Freude daran hatte? Oder wollt ihr weiterhin auf meinen Rat hören? Dann könnte ich eure erbärmlichen Versuche, eure Freiheit zu gewinnen, nämlich ignorieren. Lasst mich jetzt allein, Mörder. Leuten wie euch habe ich nichts zu sagen. Tja, das ist Onderon. Wird vermutlich nicht ganz einfach, in den Raumhafen von Izitz zu kommen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich spüre eine Störung hier im Orbit und auf den Planeten unter uns. Ich schätze, diese Blockade ist ein Symptom für wesentlich größere Probleme. Wenn sie unsere Fracht durchsuchen, haben wir ein Problem. Tja, das werden wir wohl bald wissen. Ich empfange gerade eine Nachricht von irgendeinem Colonel Tobin. Ich stelle ihn durch. The Evan Hawk. Ich sollte eure Ankunft erwarten. Ich weiß nicht, was euch nach Onderon führt, aber hier endet alles. Wir haben was abgekriegt. Wir können uns wehren oder abhauen und uns auf diesem Dschungelmond verstecken. Deine Entscheidung. Einmal wünsche ich mir, dass sich jemand freut, uns zu sehen. Aber nein, wenn sie uns keine Waffen an die Schläfen halten, versuchen sie uns abzuschießen. Sieht aus wie einer der Monde von Onderon, aber ich weiß nicht welcher. Nur Dschungel und Berge. Ich habe in der Nähe die Reste eines alten Vorpostens gesehen. Vielleicht sind hier deshalb so viele Lichtungen. Das könnten mal Siedlungen gewesen sein. Hier gab es keine Siedlungen. Diese Lichtungen waren vermutlich einmal Krater oder Absturzstellen. Absturzstellen? Das ist Duxun. Hier begann der Kreuzzug der Mandalorianer gegen die Republik. Die Reste der Vorposten, die ihr hier entdeckt habt, sind Militärposten. Wir sollten auf der Hut sein. Hier haben die mandalorianischen Kriege angefangen? Sieht gar nicht aus wie ein Schlachtfeld. Vieles liegt hier begraben. Und vieles sollte auch begraben bleiben. Es ist nur leicht beschädigt. Nichts Ernsthaftes.
Ich schalte während der Reparatur alle unwichtigen Systeme aus, dann geben wir kein Ziel ab. Solange das Schiff nicht repariert ist, gehen wir nirgends hin. Wenn wir keinen anderen Weg nach Onderon finden, sitzen wir hier fest. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg nach Onderon. Die Macht hat uns aus einem bestimmten Grund hierher geführt. Wir sollten die Umgebung erkunden. Hier ist irgendetwas. Etwas? Oh ja, hier ist wirklich etwas. Raubtiere. Große, hinterhältige, gefräßige Raubtiere. Trotzdem sollten wir die Umgebung erkunden. Lasst uns bei dem Vorposten anfangen. Okay, aber seid vorsichtig. Man kann nie wissen, wer hier noch alles abgestürzt ist. Ich habe das Gefühl, dass das Schiff nicht repariert sein wird, bis wir hier fertig sind. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, verstehe. Was ist so wichtig an diesem Ort? Hier haben die Mandalorianischen Kriege begonnen. Einst hat er hier gekämpft. Er muss hier einige Dinge sehen. Er hat hier gekämpft? Warum hat er nichts davon gesagt? Redet ihr etwa über all eure Schlachten? Wollt ihr einige davon nicht auch lieber verteidigen?